Hallo und willkommen zum zweiten Teil von der Schneider Kreuznach Miniserie. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, findet ihr den oben hier verlinkt oder unten in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem zweiten Teil. Los geht's. Los geht's. Ja, jetzt sind wir hier in der Entwicklungsabteilung. Wen habe ich hier vor mir? Wer bist du und was machst du? Hallo, mein Name ist Hildegard Ebbesmeier und ich bin seit über 40 Jahren Optikdesignerin bei der Firma Schneider. Mhm. Du hast hier bei diesen Xenon-Objektiven und auch bei den Xena-Objektiven mitgewirkt, ist das richtig, ja? Ja, die Cinexena nicht, aber bei den FF Primes, da waren wir ein Team von 3 Optikdesignern und die haben wir zusammen entwickelt. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? So, es gibt jetzt eine Idee, ihr wollt Vollformat-Optiken irgendwie auf den Markt bringen. Wie läuft das Ganze ab, also von Start bis Ende? Was kann man sich da so vorstellen? Wichtig ist natürlich das Lastenheft, das sogenannte Lastenheft. Da muss drinstehen, welche Brennweiten braucht man, welches Format ist dann ja vorgegeben, mhm. Welche Öffnung ist wichtig und dann, welche Abbildungsreifen will man erzielen natürlich. Mhm. Beim Start von den unterschiedlichen Brennweiten, dann ist es klar, weil die Bildwinkel verschieden sind, dass natürlich verschiedene Systeme eingesetzt werden müssen. Fotografen wissen das und so ist es ähnlich auch bei den Filmsystemen. Man muss halt auf andere Dinge Wert legen, wie im Fotobereich, aber im Prinzip ist es Fotobereich. Fotoobjektiv kann man ja eigentlich auch als Filmobjektiv einsetzen. Genau, auf jeden Fall. Wie aufwendiger ist es, so ein Filmobjektiv, was jetzt zum Beispiel kein Breathing hat oder alles color gematcht ist, wie aufwendig ist es, sowas zu konstruieren? Oder? Ja, erstmal fängt man natürlich von einem klassischen System an. Es gibt die klassische Doppelgauss für gemäßigte Bildwinkel oder die Retrofokussysteme für Weitwinkel. Und dann Teleobjektive, die nicht so voluminös aufbauen. Und man fängt natürlich an mit diesen klassischen Systemen. Im Filmbereich ist das etwas aufwendiger. Man sieht hier schon, man hat hier eine sehr kurze Brennweite, das 18 mm und dann eine 100 mm Brennweite. Und die haben die gleiche Baulänge, die gleiche Durchmesser. Die Blende muss an der gleichen Stelle stehen. Und das ist die Herausforderung und bedeutet auch unter Umständen mehr Aufwand, mehr Linsen muss man einsetzen. Man muss die Sphären an eine andere Stelle packen und so weiter. Ja. Genau. Das haben wir gestern, glaube ich, schon so ein bisschen gehört, so dass beim 18 mm muss man sphärische Linsen noch irgendwie zusätzlich einbauen, ja. Um überhaupt auf diese Baugröße zu kommen. Ne? Genau. Wie lang dauert sowas? Also wie lange habt ihr jetzt zum Beispiel an der Entwicklung von so einem Objektiv gesessen? Sind es Jahre oder sind es nur Monate oder Wochen? Wie lang dauert sowas? Ja, das ist auch wieder abhängig davon, welche Brennweite man berechnen will. Generell ist es so, dass die mittleren Brennweiten, also so 50 mm oder sagen wir von 35 bis 75 mm, ist relativ kurzfristig zu berechnen. Und je weitwinkliger das wird, umso aufwendiger wird das System, umso länger dauert dann natürlich auch die Entwicklungszeit. Und wie viel Spielraum hat man da so bei der Entwicklung? Also wenn ich mir das so vorstelle, so ein 50 mm Objektiv, vom Gefühl her ist es relativ einfach, sage ich mal, zu konstruieren. Habt ihr da als Entwickler trotzdem Spielraum, ich sag mal, irgendwie neue Revolutionen irgendwie in dem Optikbereich irgendwie herauszubringen oder ist es relativ starr vorgegeben durch die Optik? Also wie viel könnt ihr da noch, ich sag mal, selbst konstruieren oder kreativ euch da ausleben? Ja, ich würde sagen, bei den Extremen jetzt wieder, also bei Weitwinkelsystemen, da ist ja eigentlich die Herausforderung, was Neues zu machen, um halt wirklich sich auch von der Konkurrenz abheben zu können, sei es durch den Einsatz von Sphären oder dass man kompakter wird oder was auch immer. Und das gilt auch in alle Bereiche, nicht nur für den Filmbereich. Ja, ja. Verständlich. Wir hatten gestern, hatte ich mich mit dem Pete schon mal so ein bisschen zum Thema anamorphotische Objektive unterhalten. Das ist ja auch so ein Riesenhype seit 1, 2, 3 Jahren so. Warum bringt man nicht einfach so ein Objektiv, mal ganz plump gesagt, einfach auf den Markt so? Also wo sind da die Schwierigkeiten beim Thema anamorphotische Objektive? Also erstmal so ein Objektiv herauszubringen. Auf der einen Seite wäre das sehr gut für unsere Firma, weil wir sehr viel Erfahrung in der Herstellung von Zylinderlinsen hat. Mhm. Wir haben ja hier im Haus Zylinderlinsefertigung durch die anamorphotischen Systeme, die in der Kinoprojektion eingesetzt werden, schon jahrzehntelang. Mhm. Ja. Allerdings ist das wahrscheinlich eine Frage von, wie viel Stück werden verkauft, mhm. und wie lange dauert der ROI und so weiter, die Sachen, die eigentlich der Petile dann zu bearbeiten hat, rendiert das für uns, da einzusteigen. Wir sind in diesen Systemen halt noch nicht bekannt, man muss sich halt erst einen Namen aufbauen. Aber generell würde da eigentlich nichts dagegen sprechen, das anzufangen. Ja, das klingt gut. Aber es ist wahrscheinlich auch sehr
teuer wahrscheinlich zu produzieren. Also diese Zylinderrinde haben wir gestern schon uns mal angeguckt. Das ist, die Erstellung oder die Entwicklung eines anamorphotischen Vorsatzes, der ist relativ überschaubar. Aber Aufnahmesysteme, da müssen die Zylinderlinsen integriert werden, gekreuzt werden, kombiniert mit sphärischen Linsen. Und dann ist das Berechnen diesen Systemen schon ein Problem oder schon aufwendig, aber die Fertigung ist dann noch eine ganz andere Hausnummer. Bei den klassischen Vorsätzen, da hat man halt ein Vorderglied, ein Hinterglied, zylindrisch, und die muss man halt nur in Beobachtung dann genau ausrichten. Und das Ausrichten, das ist also im Bruchteil einer Minute gegeneinander verdreht. Okay. Die Verdrehung ist da das große Problem. Während wenn man dann unterschiedliche Systeme gegeneinander ausrichten muss und das ist eingebaut, dann kann man sich vorstellen, das ist unendlich kompliziert und aufwendig, dass da vielleicht einen halben Tag gebraucht wird, um so ein System auszurichten. Ja, verständlich. Angenommen, ihr seid jetzt fertig sozusagen mit den Berechnungen von so einer Objektivserie. Kann es sein, dass dann irgendwie, dass die Produktion sagt, das können wir gar nicht so zu diesen Kosten irgendwie produzieren? Also gibt es da immer so, habt ihr schon mal Sachen konstruiert, die dann gar nicht gebaut werden konnten, weil sie irgendwie zu aufwendig waren? Oder seid ihr dann ständige Absprache mit der Produktion, mit dem Marketing? Wie sieht es da aus? Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass man von vornherein ein Team bildet, das zusammenarbeitet. Das heißt, sagen wir mal, man hat jetzt das 18 mm. Bei einem ersten Entwurf muss schon der Mechanikdesigner prüfen, passt das überhaupt rein? Also unabhängig von den Spezifikationen, Abbildungsleistung, Color Matching oder was auch immer, was da verlangt ist. Es muss überhaupt erstmal reinpassen. Passt die Blende überhaupt? Oder kann ich da den T-Stop überhaupt nicht erreichen? Das ist dann beim Teleobjektiv das Problem. Und man muss sofort die Produktion, das ist also die Produktionsplanung, ins Boot nehmen. Kommt ihr mit den Gläsern, die wir einsetzen, zurecht? Sind die Toleranzen noch machbar? Können wir die Zentriertoleranzen halten oder muss da eine spezielle Montagetechnik eingesetzt werden oder zentriert drehen oder was auch immer, was natürlich dann auch immer die Kosten erhöht. Und die Kostenplanung macht dann schon für den ersten Entwurf, den ersten Optik- und mechanischen Entwurf eine Kostenabschätzung. Und dann darf sich natürlich, ja genau können die das nicht treffen, aber da muss ich schon in plus minus 20% Differenz bewegen. Und natürlich wird das Design, wenn es dann fertiggestellt wird und dann die endgültige Tolerierung gemacht ist, Mechanikdesign, dann nochmal gegenkalkuliert. Ja. Und dann kann es schon sein, jetzt liegen wir drüber und kann man einen etwas höheren Preis vom Kunden verlangen. Und wenn nicht, kann man irgendwo noch was sparen. Und dann kann man natürlich noch, kann es sein, dass man nochmal eine Schleife dreht und irgendwo noch ein günstigeres Glas einsetzt oder was auch immer. Ja. Aber in der Regel klappt das schon ganz gut, dass man im ersten Schuss dann schon das Objektiv in die Prototype-Phase schicken kann. Ja. Wenn wir jetzt mal bei diesen Objektiven hier bleiben, wie lange hat das jetzt gebraucht, so von der Idee bis zum marktfertigen Objektiv? Was kann man sich da so vorstellen, so ungefähr? Ja, ich meine, bei dem FF Prime waren noch ein paar andere Schwierigkeiten, dass man halt neu auf dem Markt waren und vielleicht einige Sachen noch mal ein bisschen überarbeiten musste und noch mal Schleife drehen. Also in der Regel ist das bei Systemen so ein Jahr von vom Kick-Off. Bis zum Prototyp ist man sicher, wenn es ein bisschen aufwendiger ist. Okay, ja. Also in den letzten Jahren kamen ja zum Beispiel immer mehr Objektive raus, die auch so ein bisschen mehr, ich sag mal so, Charakter haben, also ein bisschen mehr Lensflares vielleicht, als jetzt der eine oder andere sich wünscht, aber viele mögen das ja mittlerweile auch, oder vielleicht nicht so ein super scharfes Objektiv. Wie geht man da in der Entwicklung vor? Also ich vermute mal, ihr habt den Anspruch, immer technisch und optisch ein super sauberes Objektiv abzuliefern. Wie kriegt man dann im Endergebnis so ein etwas, ich sag mal, schlechteres Objektiv, was aber in dem Fall dann gewünscht wäre, also mit größeren Lensflares oder mit ja nicht ganz so perfekten optischen Leistungen? Also wie geht man da vor? Ja, also was die Abbildungsleistung, die Schärfe, die MTF betrifft, das steuern wir natürlich ganz gezielt, dass das halt während der Korrektion, oder die Objektive werden so korrigiert, dass alle den gleichen Level von Kontrast und Schärfe haben. Was jetzt die Geisterbilder, Reflexe betrifft, die rechnen wir mit unseren Optimierungsprogrammen und Analyseprogrammen nicht. Da haben wir einen Spezialisten, der mit einem speziellen Tool halt die einzelnen Objektive überprüft und guckt, ob die zusammenpassen. Und dann halt das eine oder andere wird dann halt noch einmal überarbeitet und angepasst, sodass alle
den gleichen Look haben. Mhm. Und wichtig ist natürlich auch das Color Matching. Das heißt, wir müssen genau wissen, welcher Hersteller die Materialien liefert. Und das wird dann halt überprüft, dass wirklich jeder den gleichen Farbcharakter hat. Und etwas gegensteuern kann man natürlich auch wieder durch die Beschichtung, dass in dem einen oder anderen Objektiv die Beschichtung wieder angepasst wird. Und das sind aber im Haus auch die Spezialisten, die spezielle Programme entwickeln, spezielle Beschichtungen dann entwickeln. Okay, das heißt, deine Abteilung, die macht wirklich technisch perfekte Objektive, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und das, was dann so einen Charakter erzeugt, das passiert dann später durch andere Personen. Kann man sagen? Die allerdings auch in der Entwicklung integriert sind. Also sowohl die Entwicklung dünner Schichten ist bei dem Optik-Design-Department da integriert, als auch der Spezialist, der jetzt sich um die Reflexe und die Geister kümmert. Ja. Mhm, alles klar. Dann noch so eine Frage, ich weiß nicht, ob ihr darüber was sagen könnt. An was arbeitet ihr gerade? Also gibt es da vielleicht irgendwas, was ihr schon mal für die Zukunft oder als kleine Aussicht geben könnt, was die Filmemacher da vielleicht erwartet? Also unsere Stärke ist ja im Moment die Industrieoptik. Mhm. Und natürlich wollen wir hier im Sine auch weiterentwickeln. Und also mein Wunsch wäre, wir haben ja das Tilt-Modul oder die Tilt-Objektive, dass wir in diese Richtung weitergehen. Das wäre mein Wunsch, ob das dann realisiert wird. Schauen wir mal, alles klar. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch, war sehr interessant und aufschlussreich. Und jetzt geht's weiter mit den nächsten Abteilungen. Ja, das war der zweite Teil von der kleinen Schneider-Kreuznach-Serie. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und vielen Dank nochmal an Sascha für die Kameraarbeit. Hast einen guten Job gemacht, vielen Dank. Danke. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.